Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier im Lager. Hier vorne ist auch schon Dutch, ich rede mal gerade mit dem. Feels like we're back on track, more or less. Yep, money and food. Now everyone needs to keep it coming. For sure. Okay, I'll catch you later then. Okay. Oh, was liegt denn da? Kann ich den nehmen, den Brief, der da liegt? Tatsächlich, untersuchen. Dann schauen wir doch mal. Rückseite haben wir wieder nichts. Lesen. Mollys Gedicht. Why Breach, was? Ich war ein Menschen, bis du mich bestelltest übers Meer. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Meine Life war so winzglich. Dein Land, deine Liebe, weit und frei, gar sehr. Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Du warst stark, groß und düsterlich. Du stahlst deinen Herzschlag von mir her. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Deine Lippen verzaubern, deine Augen fesseln mich in Ekstase. Ist dein Herr? Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Deine Schmarotzer und Diener winden sich, ziehen über unverstandene Liebe her. Mir bleibt nichts, gab alles an dich. So, ein Gedicht. Dann, ja. Gut, ich würde hier vorne vielleicht noch ein bisschen was spenden. So, spenden. Wolfsherz. Und Großwildfleisch. Bitteschön. Habe ich noch was? Ja, komm, hier. Oh, ich kann die Felle hier spenden, das ist gut. Und das behalte ich mal. So. Dann haben wir auch ein bisschen was gespendet. Und genau, ich hatte ja gesagt... Oh, der sagt was. Okay, das ist einfach nur Rederei zwischendurch. Ich habe gesagt, wir reiten dann einfach mal hier rüber, wenn wir hier oben keine Aufgaben mehr finden. Also machen wir das auch mal als erstes. Domino. Ah, da müsste ich auch mal eine Runde spielen. Oh, ich sehe da gerade, da ist noch was auf der Karte. Hä? Wieso kann ich das denn aufheben? Ach krass, ich kann hier ein bisschen... Du kannst Ehre und Charakterwerte verbessern, indem du alltägliche Aufgaben im Lager erledigst. Die Bande wird diese Hilfe anerkennen. Okay, cool. Ja, das ist super. Vor allem mit der Ehre verdienen. So, das kommt hier hin, ne? Ja. Hm? Ah, okay. Ah, nice. Ja, das ist cool. Ja, mit der Nahrung muss ich mal schauen, beziehungsweise mit den Vorräten im Lager. Ich weiß nicht, ob wir dadurch irgendwie Mehrwerte bekommen. Ob sich das lohnt. Oder ob das eigentlich egal ist, wenn wir es machen oder nicht. Ja, dann nehme ich mal gerade hier den nächsten. So, den legen wir auch noch zu Pearsons Wagen. Und dann schauen wir mal. Das ist aber gut, dass man das damit auch nochmal erhöhen kann. Dann kann ich das ja wieder wettmachen, ne? Dass ich den einen da ausgeraubt habe. Hier nehme ich Säcke, Schleppe. Naja. Stimmt, ich muss mal gucken, was das dahinter ist, noch die Anzeige. So, der soll hier hin. Mann, das Wasser sieht ja cool aus. Okay. Und auch hier wieder ein bisschen was an Punkten bekommen. Hier ist auch was. Okay. Ja, ich mache jetzt nicht nochmal was. Ich glaube, das kann man hier immer weitermachen. Würde ich jetzt mal schätzen, oder? Wobei die Säcke jetzt auch weg sind. Aber die Heuballen kann ich halt aufheben. Nee, lassen wir das erstmal. Mary Beth. Oh, da liegen Waffen. Hm. Okay, krass. Man kann hier also ein paar Aufgaben machen. Ja, dann würde ich das Stück für Stück machen. Wir reiten jetzt auf jeden Fall erstmal in das unbekannte Gebiet.
Verbundenheit gesteigert. Stufe 3, sehr gut. Stufe 6, Gesundheit. Nice. Ausdauer, Stufe 6. Sehr gut. Ah, RB und A. Einen Drift hinlegen. Yeah. Cool. Können wir mit dem Pferd driften. Ach, da oben ist noch ein zufälliges Event. Stimmt, da wollte ich doch eh mal hin. Das war doch hier... Ich könnte mal schauen, was er hier macht. Interested in some friendly competition? I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. Hey, you him? Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots one of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Shoot! Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Ich speichere aber erstmal. Ganz kurz. So. Dann können wir das gerne machen. So, machen wir nochmal. Alright, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Wo denn? Okay. Whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple enough. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Da kommen sie. Ha. Stupid, stupid. Ah. Ah, so you can shoot, huh? Here it is, okay? Man of my word. Dankeschön. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. Just not your day, huh? Come on. Oh. I guess not. Guess I need more practice, huh? Naja, egal. Attik, hast wohl verloren, ey. Ja, aber um 10 Dollar? Nee, da mache ich doch nicht wegen Höflichkeit. Da müssen wir einfach gewinnen. So, was haben wir denn hier? Ist hier eine fremde Person? Tatsächlich. Treffen Sie an, Vogel. Ach, da oben bestimmt, oder? Ja, der sieht aus, als könnte er meine Hilfe gebrauchen wahrscheinlich, oder? Nö. Ach, der campt einfach nur hier. Excuse me? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? A spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What theories? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best
thing about science. Good day to you, sir. Okay, 30 Knochen müssen wir finden. Gut, dann, ja. Ah, Saurierknochen. Nein. Ach, falsche Tasse, egal. Nee. Okay, das ist direkt gerade egal. Können wir immer noch gucken. Ups. Ich bin mal so frei und überhole mal hier. Ja, so lernen wir. Oh, was ist denn hier passiert? Lernen wir neue Leute kennen. Oh. Ist ja schon ziemlich zersetzt hier. Er ist verwiesen. Ich kann es leider nicht mehr heute. Schade. Aber Büffel jagen. Ich frage mich, ob man da eine Kutsche braucht, um die überhaupt mitzunehmen. Geht wahrscheinlich nicht. Und ich sehe da unten. Krass, da hinten sind ein paar Schiffe. Müssen wir uns mal ansehen. Ah, hier sehe ich gerade nichts. Jetzt. Oh, die fahren sogar da hinten. Und da? Ach, krass. Ist ja wirklich detailliert gemacht hier. Ja, cool. Na gut. Ja, einfach mal hier Büffel. Wieso reite ich nicht auf einem Büffel davon? Das war cool im ersten Teil im Multiplayer. Da konnte man ja später auf einem Büffel reiten. Angefangen mit einem Esel, dann immer bessere Pferde und zum Schluss der Büffel. Ich glaube, es gab sogar zwei Büffelarten. Ich glaube, bis zum ersten habe ich gespielt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das war schon cool. Ja, da haben wir ein paar Tierchen. Die könnte ich doch vielleicht auch mal fangen. Oh, das unten ist ein Feuer. Ich hab's. Nein, warum steigt er denn ab? Ich versuch's nochmal. Wieso ist denn der abgestiegen selbstständig? Oh, das ist auch... Okay. Ufbase. Nee, der steigt ab. So, jetzt aber. Jetzt gibt's ein sauberes Fell für mich. Plus 3. Okay. Was war das? Plus 3. Häuten. Plus 3 Leben oder was? Wird da mein Kern wieder aufgewühlt oder krieg ich da mehr Maximalleben oder was? Hm. Müssen wir mal beobachten. So, das Fell nehme ich mit. Ein gutes Hirschfell. Ah, ich... Okay. Und ich krieg Fleisch. Das ist sehr gut. Das sollte ich vielleicht ein bisschen öfter machen. Okay, ich sehe, es macht dann doch durchaus schon Sinn, auch wenn ich die großen Tierreste, sage ich mal, nicht verkaufen kann. Macht das dennoch Sinn. Genau, das ist Fleisch kochen. Das wurde uns ja schon genannt. Okay. Da frage ich mich, ob ich, wenn ich einen Bison töte, wobei das wird nicht so einfach werden, die halten glaube ich einiges aus, aber ob ich dann Großwild vielleicht kriege und damit die Basis besser versorgen kann. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. So, Waffe ist nicht griffbereit, doch ist er. Apropos, ich könnte doch auch den hier machen, ne? Genau. Da ist wieder ein Lagerfeuer, die sind alle hier am Zelten. Das spricht nicht dafür, dass hier eine neue Siedlung kommt. Oh, sorry. Ich bin gerade völlig außer Kontrolle. Na komm, ich will mich nicht mit dem anlegen jetzt. Ich wollte ihn nur beruhigen. Da gehe ich später mal hin. Ich bin nämlich gerade ein bisschen im Stress. So, oh, warte mal. Achso. Ja, was sind da? Gegner. Genau, einfach nur Gegner. Ich dachte schon, da steht sowas wie böser Zivilist oder sowas. Oh, da oben ist ein Gebilde.
Aber ich glaube, hier unten ist es ein bisschen freundlicher. Zumindest macht es gerade den Eindruck. Renn einfach mal weiter. Ich weiß nicht, was hier kommt. Ich weiß nicht, was hier kommt. Sieht aber schön aus, muss man sagen. Okay, das ist Privatgelände, da bleibe ich mal fern. Okay, Votes. Ja, ich habe gerade nicht so den Anhaltspunkt, wo ich hinreisen könnte. Geht hier irgendwie was rüber? Also die Straße führt schon mal bis dahin, dann bleibe ich mal auf der Straße da vorne. Und ich jage auch gleich nochmal was. Also das mit dem Lasso ist aber auf jeden Fall sehr gut. Das mit dem Töten, ohne zu schießen. Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, mit speziellen Munitionen, dass man auch trotzdem sehr gutes Fell rauskriegt. Denn ist ja nicht immer so ganz gut. Despite what you seem to think, I ain't one for charity. Ja, das macht Sinn. So, ich bezahle einen Scheiß, auch wenn ich mich jetzt heilen muss. Dafür plündere ich euch jetzt. Und ich dachte, hier wäre ein doch entspannteres Gebiet. Na gut. Müssen wir mal weitergehend beobachten. Boah, krass. Geile Farbvielfalt hier. Weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkommt oder ob das vielleicht einfach nur gerade am Monitor liegt, aber wow. Sehr saftige Farben hier. Ja. Oh, Saint Denis. Da werde ich mal hin reiten. Na komm her, Pferd. Renn da nicht im Privatgelände rum. So. Weiter geht's. War ja sogar noch ziemlich knapp, ne? Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Leben gehabt. Na nee, nicht den Hasen jetzt hier an. Den jage ich jetzt nicht. Immer diese Verbrecher hier. Ich frage mich, ob das später besser wird oder ob wir dann einfach nur bessere Waffen haben. Aber das ist ja teilweise sogar relativ häufig. Und den da jage ich jetzt. Oder das da. Scheiße. Stehen bleiben. Polizei. So, ganz ruhig. Jetzt habe ich dich. Und wieder plus 3. Und Weißwedelhirsch. Häuten. Ich frage mich, wie viele Felle ich auf mein Pferd packen kann. Und auch da. Oh, es ist ein schlechtes. Aber Wildfleisch. Okay. Oh, Pferd, dreh dich doch nicht immer. Mann. Meisterjäger 2 freigeschaltet. Sammle 3 Hasenfelle im perfekten Zustand. Hä? Du kannst nicht alle Teile dieses Tieres einsammeln, da du keinen Platz mehr dafür hast. Öffne die Tasche und... Ah, so, okay. Was haben wir denn da vorne noch? Was ist denn da hinten? Oh, da ist was Großes. Da reiten wir auf jeden Fall mal gleich hin. Aber wir schauen uns erstmal, was es da mit dem Lagerfeuer auf sich hat. Nicht losreisen. Nicht losreisen, du. So, jetzt habe ich dich. So. Okay,
Das ist das Letzte, was ich jage. Häuten. Das ist ja schon sehr, sehr gut gemacht. So. Hoffentlich kriege ich noch was Fleisch. Oh, ein gutes Hirschfell. Ja, also 3 kann man auf jeden Fall drauf packen. Ist gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass 3 dann noch Maximum ist. Also so wie ich Red Dead Redemption kenne, könnte sogar hier was drin sein. Schau mal, aber ich glaube nicht, ne? Nö, ist einfach nur so. Okay. So, ich wollte mal hier an das Lagerfeuer gucken, in der Hoffnung, dass das keine Gegner sind. Vielleicht lernen wir jemanden kennen. Na gut. Tschüss. Schieß ja nicht auf mich, sonst hast du ein Problem. Gut, ja, da hätten wir auf jeden Fall was Großes. Was ist denn da? Das ist ein Wildschwein, doch. Sieht so aus. Ja, da hinten kommt auf jeden Fall was sehr Großes, wenn wir den Schienen folgen. Ich würde sagen, wir finden das in der nächsten Folge heraus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ich würde mich drüber freuen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.